So, da sind wir wieder. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn ein zum Beispiel U-Boot oder ein Fallschirmspringer, wenn die sich gleichmäßig schnell abwärts bewegen, dann haben sie eine gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, die Gewichtskraft ist gleich insgesamt der Summe aller Kräfte, die ihr entgegenwirken. Also Fg ist gleich, und das ist in diesem Fall der statische Auftrieb und die Widerstandskraft, die letzten Endes dieses Teilchen, in diesem Fall das U-Boot sogar, hervorruft. Warum aber? Jetzt betrachten wir noch mal ganz schnell schnellere Absinkgeschwindigkeiten und langsamere Sinkgeschwindigkeiten. Bei den schnelleren, also wo es um dynamische Widerstände geht, berechnet man den Widerstand ganz anders. Da geht es um rohalbe CW. CW ist ein Widerstandsbeiwert, der hängt zum Beispiel von der Form ab. Also wenn ein eckiger Körper untergeht oder wenn ein runder Körper untergeht oder wenn ein pfeilförmiger Körper untergeht. Das soll uns jetzt aber mal nicht so sehr beschäftigen, sondern eher nochmal dieses Absinkmodell des U-Bootes. Und zwar betrachten wir idealerweise mal hier eine Kugel. Nebenbei, wenn ihr dann mal seht, dass dieser Widerstandsbeiwert CW eine Funktion der Reynolds-Zahl ist, dann hat das damit zu tun, dass ich bestimmte Teilchengrößen und bestimmte Teilegrößen des Absinkenden nicht einfach so modellmäßig verkleinern kann. Wir können uns vorstellen, wenn an einem großen Flugzeugflügel unendlich viele Luftteilchen angreifen und ich verkleinere den Flugzeugflügel ganz einfach so, dann habe ich die gleichen paar Teilchen, denn die Luftteilchen haben zwar einen unregelmäßigen, aber sagen wir mal, vorhersehbaren Abstand voneinander, dann verteilen sich auf einen kleineren Flügel, auch wenn ich ihn einfach bloß maßstäblich verkleinere, viel weniger Teilchen. Und damit hängt die Reynolds-Zahl zusammen. Soll uns jetzt nicht ganz so jucken, ist nicht ganz so gefährlich. Wir gucken uns nochmal die sehr langsame Absinkgeschwindigkeit an. Klein v eines Körpers beträgt 2 Neuntel mal r Quadrat mal g, das ist die Erdbeschleunigung wieder, mal in Klammern minus die beiden Dichten, und zwar die des Körpers, der absinkt, minus die des Fluids. Achtung, nochmal gucken, Fluide, was das ist. Ganz kurz mal reingucken, das Video wartet hier. Und das alles durch die dynamische Viskosität. Was Viskosität ist, auch hier nochmal nachgucken. Jetzt hat ein gewisser Stoke, Mr. Stoke, G.G. Stoke, der hat diese Formel jetzt hier entwickelt. Und zwar eigentlich aufbauend aus diesen Formeln. Die Auftriebskraft, die statische, die hatten wir eben gerade mal berechnet in dem vorigen Video. Guckt da nochmal nach. Und die Gewichtskraft, die kennen wir als F ist M mal A. Und was ist denn das? Rho mal V ist M, ne? Und G ist die Erdbeschleunigung. Das ist gar nicht mal so spannend, wenn ich mir die beiden Formeln angucke. Es hat beides miteinander zu tun. Es geht um das verdrängte Wasser, Fluidvolumen und so weiter und so fort. Das ist unwichtig, das ist gar nicht mal so schlimm. In beiden steckt G drin. Da lassen sich keine besonderen Schlussfolgerungen ziehen. Aber aus dieser Formel schon. Das betrachten wir uns jetzt mal für die Praxis ein bisschen genauer. Und zwar, wenn ich mir diese Formel, ich habe die hier unten nochmal hinkopiert, ne, diese, die ich hier ganz oben besprochen hatte, hier, die Geschwindigkeitsformel. Wenn ich mir die nochmal richtig angucke und mir die einzelnen Komponenten mal betrachte, dann sage ich, also die Sinkgeschwindigkeit, V Sink eines Körpers, V Körper habe ich das deswegen geschrieben, ist abhängig vom Quadrat des Radiuses dieser Kugel. Beziehungsweise man sagt, auch wenn es unregelmäßige Körper sind, ein halb des Durchmessers, des Äquivalenzdurchmessers, der also so viel wie so ein Radius gültig ist, so könnte man sagen. Äquivalent gleich viel. Gut, hängt also vom Quadrat des Durchmessers oder vom Quadrat des Radius dieses Körpers ab. Hängt von G ab, und da müssen wir auch das nächste Mal drauf gucken. Achtung, es hängt, wenn ich G jetzt mal als Lastvielfaches, also in Zentrifugen, begreife, dann wird es schon spannender. Das heißt, je größer G ist, umso schneller wird der Körper sinken. Je größer R ist, zum Quadrat wird der Körper absinken. Aber das Verhältnis von diesen beiden Dichten, das entspricht letzten Endes, ist das eine Funktion, also diese
entspricht das der Auftriebskraft. Das ist logisch, das ist auch gar nicht so unwichtig, so wichtig. Das sind feste Größen. Da lohnt sich auch gar nicht so drüber zu reden. Achtung, es wird nochmal spannend, geteilt durch die dynamische Viskosität. Das heißt, geteilt durch den Widerstand, Viskosität heißt ja zäh, den Widerstand, den das Fluid diesem absinkenden Körper beigibt. Und je größer der Widerstand, umso größer wird wieder die Sinkgeschwindigkeit. Jetzt Achtung, wenn ich jetzt verschiedene Fluide habe, newtonsche Fluide, zum Beispiel Wasser oder Luft, die sich ja sozusagen ideal verhalten, wo die Schergeschwindigkeit proportional zur Scherspannung wächst oder umgekehrt Scherspannung zur Schergeschwindigkeit, kann man beides sagen, proportional wächst. Da hatten wir ja diese Idealzustände in der Praxis nur selten. Schärferdünnend, also irgendwelche Dispersionen oder schärferdickend gar. Guck doch mal in einem anderen lustigen Video, in 20.3, glaube ich, heißt es, wie spannend Stärke in Wasser suspendiert, wie das dann aussieht. Oder ein Bingham-Fluid, zum Beispiel Ketchup. Ja, Ketchup, erst will es nicht raus, dann klopfen wir hinten auf die Flasche, blups, ist es da. Oder Blut. Wenn ich mir das so angucke, dann muss ich eventuell nochmal hier drauf Bezug nehmen. Und wenn ich mir jetzt mal die Absinkgeschwindigkeit ein kleines bisschen genauer angucke, dann könnte ich doch Folgendes sagen. Jetzt nochmal von der Kräfteformel kann ich sagen, links steht FW, die Widerstandskraft. Rechts steht V Körper. Beide, das sind entsprechende wie eine Art Proportionalitätskonstanten, beide sind proportional zueinander. Dann heißt das, wenn ich das in einem VT-Diagramm darstelle, in der Phase, der Körper also gleichmäßig schnell absinkt, wird sich V nicht ändern. Keine Änderung, wird geradlinig verlaufen. Aber in der ersten Phase, wo die Gewichtskraft noch größer als die Auftriebskraft wurde, bis dann FW groß genug ist, damit sich dieses Gleichgewicht hier einstellt, da werde ich mal eine ganz kurz ansteigende Geschwindigkeit haben, eine gewisse Zeit lang. Das kann man aber, weil das jetzt wieder von verschiedensten Größen, ich hatte es schon gerade gesagt, abhängig ist und eventuell, Achtung, auch hiervon noch abhängig ist, kann man diese ansteigende Größe hier, diese Zeitspanne, kann man wohl kaum richtig darstellen und vor allem nicht normativ richtig darstellen, also nicht auf dem grundsätzlich geltend so darstellen. Sondern diese Phase wird sich immer etwas ändern. Die wird sich aber relativ kurz gestalten gegenüber der grundsätzlichen Absinkgeschwindigkeit. Also ein VT-Diagramm könnte ich idealerweise hier mit einem Strich kennzeichnen. Ich hoffe, ich habe zum Gesamtverständnis beigeholfen. Es hat euch mal Spaß gemacht, die Sache von der Seite zu betrachten. Und verbleibe mit schönen Grüßen fürs Wochenende. Tschüss.